Hallo und herzlich willkommen in einem weiteren Part von Stardew Valley. Ihr seht schon, ich habe etwas gebaut. Und zwar hatte ich eine vorherige Aufnahme gemacht. Allerdings wurde ich dadurch ein bisschen gestört und muss tatsächlich neu anfangen. Weil ich aber keinen Bock habe, es vom letzten Speicherpunkt auszumachen. Ich meine, das ist jetzt sowieso nicht viel, was ich jetzt gemacht habe. Werde ich das hier einfach mal weitermachen, was ich jetzt hier gemacht habe. Und zwar habe ich jetzt ein bisschen was in der Farm aufgeräumt. Wie man sehen kann an meiner Energieleiste. Ich habe jetzt gerade diesen Schotterweg gebaut, habe auch schon was im Verkauf, habe eine Truhe gebaut. Der Wetterbericht ist für morgen regnerisch, das heißt, ich werde auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen eventuell sogar schon anpflanzen. Ich werde jetzt erstmal die Energie hier komplett leer machen, während ich dann hier mal schön ein bisschen aufräume. Dann werde ich mich nochmal drum kümmern, weil ich habe ja auch einen Brief bekommen, dass ich mich mal an den Strand blicken lassen soll. Ja. Ich werde jetzt mal, wie gesagt, hier alles abbauen. Sofern ich noch ein bisschen Energie habe. Und ja. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld ich daraus am Ende kriege. Jetzt brauche ich schon mal ein paar Steine, weil ich will den Schotterweg ja noch ein bisschen weiter bauen. So ein Nil. Merkwürdig. Noch ein bisschen Holz einsammeln, dann hier noch ein bisschen abschnibbeln. Schnibbel ich ab. Kann man den eigentlich abbauen? Oder ist meine Axt da? Oh, Energie ist leer. Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir das hier erstmal. Achso, das wollte ich ja noch machen. So, das sieht ja schon mal ganz nice aus, würde ich sagen. Na gut, jetzt fehlen mir noch zwischen ein paar Steine. Gucken, ob ich noch ein bisschen abgebaut bekomme durch die geringe Energie, die ich jetzt hier habe. Ich habe keinen Schimmer, was passiert, wenn die Leiste runter ist. Wir werden es mal testen. Beziehungsweise, ich glaube, das dürfte jetzt erstmal reichen. Mehr kann ich sowieso nichts machen. Huch. Steht man sich aus dem Weg. Wir haben schon 19 Uhr durch. Das ist jetzt nicht so pralle. Okay. Gut. Dann können wir hier noch den Rest reinschmeißen erstmal. Dann gucken wir mal, ob wir noch mit irgendwelchen Leuten reden können. Ich hatte nämlich auch gehört von einem Lompi, dass gewisse Charaktere wirklich nur abends anzutreffen sind. Und wir haben ja noch 9 Charaktere vor uns, mit denen wir sprechen müssen. Mal gucken, ob wir sie erwischen. Ich meine, es ist jetzt schon 20.10 Uhr, aber gucken. Ja, super, hier kann man natürlich nicht durch. Kann man denn überhaupt... Naja, kann man leider nicht rein, okay. Wo ist eigentlich der Strand? Der ist da rechts unten, alles klar. Huch, was ist denn das? Ach, Grabsteine. Unsere geliebte Mana. Mona? Unop dunio do pusutuns naus op hanpo blablabla. Gesundheit, was auch immer für eine Sprache das ist, aber okay. Tun wir mal so, als hätten wir sie nie gesehen. Ach cool, ist mir auch gar nicht aufgefallen. Die Muschel, was haben wir denn hier? Wow, man kann Venusmuscheln aufsammeln. Why not? Was haben wir hier? Nix. Ach, hier kann man dann anscheinend dann dementsprechend angeln und das da reintun. Oder es war einfach nur irgendwas am Steg. Oh, hier ist ein Fischerhaus. Ahoi, es ist nett, ein paar junge Leute ins Tal kommen zu sehen. Passiert heutzutage nicht sehr häufig, aber es passiert. Gut, hier kann man wahrscheinlich nicht mehr rein. Dachte ich mir schon. Das heißt, es fehlen noch 8, genau 8 Leute, die wir sprechen müssen. Oh weh, oh weh, oh weh.
Ach, ist noch eine Fischerhütte. Was haben wir denn hier? 300 Stück im Holz, könnte man das hier reparieren. Das heißt, wir müssen definitiv Holz sammeln, damit wir das Ganze hier reparieren können. Ich glaube tatsächlich, dass das nichts mehr wird. Mit irgendwen hier antreffen, außer den jetzt. Wobei hätte ich den wahrscheinlich so getroffen. Haben wir denn hier? Okay. Ja gut. Dann werden wir wahrscheinlich hier auch keine mit antreffen, was ein bisschen merkwürdig ist. Wir haben ja schon kurz vor Mitternacht. Deswegen werden wir uns jetzt mal nach Hause begeben und einfach mal ein kleines Nickerchen abhalten. Ich dackel durch die Dunkelheit. Aber schön idyllisch. Vor allem nachts. Och, Mühe. Ja, Mühe. Mühe. Muckus. Schlachtviecher. Hof und Pelikan. Dann da lang gehen wir. Jo, jetzt komme ich hier nicht durch. Was ist da los? Boom. Ja, ich glaube. Okay. Man ist also träge, wenn man erschöpft ist. Alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir auf die Schnelle zum Heim kommen. Ich habe auch nicht vor zu verrecken oder sonst was. Kann man die lang laufen? Theoretisch sind wir schon an der Farm drin, aber wieso? Ey, chill, wir sind gleich zu Hause. Das heißt, ich muss hier definitiv noch was abbauen, damit ich hier weiterkomme. Und ich glaube, ich habe ein Problem. Oh, wird, glaube ich, ein bisschen eng. Ja. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen blöd. Ich bin jetzt zwar oben, aber ich habe keinen Plan, ob ich überhaupt durchkomme. Hier komme ich zumindest nicht durch. So ein fetter Stein im Weg. Oh, okay. Alles klar. Bin ich jetzt krank oder nicht? Mach ein bisschen Feuer an. Na, jetzt habe ich ein kleines Problem, ne? Ich glaube, ich muss mal was essen. Ach, nee, das wollte ich ja verkaufen. Vladinite, jemand hat dich letzte Nacht in die Klinik vorbeigebracht. Du bist vor Erschöpfung ohnmächtig geworden. Du musst besser auf dich aufpassen und zu vernünftigen Zeiten schlafen gehen. Ich habe die 50 Gold für die ärztliche Untersuchung in Rechnung gestellt, Dr. Harvey. Ja, ich bedanke mich sehr. Jetzt muss ich anscheinend mal in die Kneipe, weil ich habe nämlich keinen Plan, wie ich meine Energieleiste wieder voll kriege. Das einzige Problem dabei ist aber auch, dass ich gerade nicht weiß. Ja, ich weiß halt nicht, wie ich die Energie als voll kriege. Ich muss ja noch bis Dingens warten. Stingenschen.
Friedhof. Nach darf ich nicht entlang. Zwischen 8.30 Uhr und schlag mich tot. Oh, ich verliere also. Okay. Warte mal, wann öffnet das? Ja, das ist jetzt ein bisschen problematisch. Ich hätte gerne Erdkristall unter meinen Kissen liegen. Bitte komm irgendwo heute damit vorbei. Lima, 550 Gold bei Lieferung. Aber wo kann man denn erst... Na gut, das kann ich wahrscheinlich nicht nehmen. Ach, erst ab 9. Oh Gott. Leute, was ist denn los bei euch? Auch nicht schlecht. Mittwoch ist Ruhetag. Ich meine, ich verhungere hier halb, weil ich habe keine Energie, aber Hauptsache, hey, halt, stopp, dich will ich gar nicht quatschen. Ah, alles klar. Das ist Shane McMahon. Oh, aber mit dem haben wir schon mal geredet. Natürlich ist nicht so pralle. Noch 20 Sekunden. 10. 10. Doktor, ich komme. Die Frage ist nur, ob der irgendwas an Stuff bietet, was uns hilft in dem Moment. Oh, tatsächlich. Tatsächlich. Aber dafür habe ich kein Geld. Halsabschneider hier. Also muss ich jetzt wirklich die Energie dafür verballern, Sachen zu sammeln, die zu verkaufen. Nur mir dann was zu essen, beziehungsweise was zu kaufen, was mir meine Energie auffüllt. Gut. Dann gucke ich mal, ob ich irgendwo was anderes finde, wo ich meine Energie auffüllen kann. Und hoffe, ich finde was, weil ich glaube, ich sehe hier gerade wie eine Leiche aus. Vielleicht kann ich ja mal die Nachbarn fragen, ob sie was zu essen haben. Aber scheinbar sind hier keine Leute. Mob mich! Geh einfach mal in den Kühlschrank. Ich meine, ist ja hier keiner da jetzt gerade, ne? Der Ofen riecht wie frische Törtchen. Warum auch nicht? Ach Gott, das muss ich bis 12 Uhr warten, dass es die Kneipe dann anscheinend aufmacht und dann ich da trinken kann. Beziehungsweise essen kann. Oder haben wir irgendwas anderes? Warte mal. Wir haben hier Gemischtwarenladen. Der hat allerdings zu. Gemeinschaftszentrum. Bringt mir auch nichts. Ja, ach ja, Marc. Das ist interessant. Da gehe ich jetzt hin. Dann gehen wir erstmal zum Jaja-Markt. Jaja. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich dann den richtigen Weg finde, weil die Karte schon ein bisschen unübersichtlich ist. Wir sind hier, wir müssen da hoch zur Brücke, alles klar. Hey, Opa, bleib mal hier. Wie meine erste Nacht war, ganz einfach, der Arzt muss mich nach Hause bringen. Aber okay, alles ist gut. Oh, es ist so schwer, durch den Regen erschöpft rumzulaufen. Ich freue mich schon gleich, wenn ich was essen kann. Das ist das Hundefutter, was hier auf dem Boden liegt, würde ich noch essen. Und jetzt vielleicht der Mülleimer. Ist das ein Mülleimer? Alles klar, hier ist erstmal ein dick fetter Wohnwagen. Oh, da haben wir hier Schönes. Hallo, Monsieur. Hey Kind, ich heiße Pam. Hallo Pam. Sei kein Idiot und wir werden uns gut verstehen. Aber ihr werdet uns sowas von verstehen. Gut, damit werden jetzt fehlen nur noch 7 Leute. Bin mal gespannt, wo wir sie finden. Und ob wir es überhaupt noch in diesem Part schaffen. Na super, jetzt laufe ich jetzt mal im Kreis. Ich denke mal, ich sollte es noch bis 23 Uhr schaffen. Sebastian. Ah, noch jemand Neues. Nice. Damit fehlen uns noch 6 Leute. Sehr schön. Applaus, Applaus. Oh, ich bin auf der falschen Seite.
oder? Ne, ich bin richtig. Sehr schön. Jojo Markt. Ach, das ist wahrscheinlich der Informationsheini. Kann ich mir irgendwas nehmen? Rapsöl. Kann mir mal einer sagen, warum Rapsöl unter E steht? Für 13 Energie. Ich würde tatsächlich etwas nehmen. Zucker. Dann nehmen wir einfach mal eine Jaja Cola. Machen wir zwei davon. Ja, natürlich will ich trinken. Ich brauche Energie, Digga. Okay. Das reicht tatsächlich nicht aus. Ich bin wirklich gezwungen. Pflanzen, Bohnensetzling, Pflanzen in ihm, pflanze ihn im Frühling, wächst in 10 Tagen heran. Dann kaufe ich mir tatsächlich noch. Kaufe ich noch einmal Blumenkohl. Achso. Und machen wir Kartoffeln. Gut, dann werde ich jetzt mich darum kümmern, dass wir die mal hier gepflanzt bekommen. Weil es scheint wohl so, dass ich wirklich erstmal die dringendst Nahrung brauche und ich glaube, es wäre wirklich gut, wenn wir uns erstmal um das Pflanzen der Saaten kümmern. Aber gut, das wird schon was. Ich habe 19 von 270, das dürfte eigentlich passen, hoffe ich ja mal. Ich habe passt die Naken. Ich habe jetzt. Achso. Das wird jetzt halt nicht so prall im Moment aussehen, was okay ist, aber es hat seinen Nutzen. Ach, Lauch habe ich auch noch. Leckere Verwandter der Zwiebel. Ja, essen wir den mal, das können wir nämlich mal gebrauchen. Das ist sehr schön. Gemischte Saat. Hier ist ein wenig von allem drin. Pflanze sie ein und lass dich überraschen. Dann nehmen wir das mal. Harz bringt mir nichts. Pflanze im Frühling wächst 4 Tage. Dann, ups. Muss noch wieder mit klarkommen mit der Steuerung. Wenn ich richtig sehe, brauche ich heute aber nichts mehr pflanzen, weil geht das nicht mehr? Strange. So, die Pastinaken lasse ich da erstmal. Ich werde es auf jeden Fall alles noch spät. Ups, später noch schöner machen, das ist klar. Jetzt muss einfach mal dahin. Mal gucken, was da rauskommt. Ja, brauche ich nicht. Gut. Ist also wirklich wie Harvest Moon. Okay. Haben wir irgendwas, was wir verkaufen können? Sammlung Harz. Wahrscheinlich kann man Harz verkaufen. Dann machen wir das doch mal. Ich meine, es bringt Geld und alles, was Geld bringt, ist ganz gut für uns. Holz. Was kann ich jetzt mit dem Holz machen? Zaun herstellen, ne? Machen wir das doch mal. Ich brauche ein. Wow. Okay. Ich brauche erstmal mehr.
Gut, das wird erstmal reichen. Mehr kann ich das hier aber auch nicht mehr tun. Das heißt, ich werde jetzt mal gerade Holz hacken. Nee, das ist nicht gut. Nein, 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 nein. Das machen wir nicht, weil aus einem einfachen Grund, ich brauche was Energie. Und wenn ich jetzt hacke, dann haben wir das Problem definitiv. Dass wir an dem nächsten Tag nichts bewässern können, weil ich nicht davon ausgehe, dass es an dem Tag darauf Sonnenschein ist. Deswegen werde ich jetzt Folgendes machen. Wir gucken uns jetzt als zum Schluss der Folge, weil es sowieso schon am Ende der Folge ist, meinen Wetterbericht an. Okay, man kann es auch umstellen, warum auch nicht. Willkommen bei Kurse 5, deine Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersagen für morgen. Teils wolkig mit einer leichten Brise. Erwartet eine Menge Pollen. Das ist nicht gut. Hui, kann man das drehen? Nö, kann man nicht. Warum auch? So. Ich würde sagen, damit werden wir uns für heute verabschieden und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.